3, 2, 1, 0. Vor 65 Millionen Jahren ist ein Komet an der Erde vorbeigeflogen. Naja, nicht ganz. Ein Teil davon brach ab und ist ins Meer gestürzt. Genau an der Stelle, wodurch Vulkane später die Insel Hawaii entstand. Die ersten Bewohner von Makua auf Oahu fanden einen weißen, runden Stein, der aus den Trümmern des Kometen stammte. Und sie nannten viele Jahre, nannten Menschen wie Dinosaurier ihn schlichtweg die Perle. Doch dieser Stein schien Unglück zu bringen, sowohl Menschen wie auch Dinosauriern, sodass sie ihn in eine Höhle versteckten, damit er nie mehr bewegt werden konnte. Denn immer, wenn die Perle bewegt wurde, bewegte sich auch immer die Insel, auf der sie sich gerade befand. Und man sagt, dort liegt die Perle bis heute.